Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Silent Ghost. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Platin hier auf meinem Kanal. Das Ganze machen wir heute hier mit Lydia. Das gibt es seit am Freitag, dem 1. Oktober im PSN Store zu kaufen für 2,99 €. Und 12 Trophäen hat das Ganze insgesamt. Dauer der Platin etwa 30, 35 Minuten so in der Kante, je nachdem wie gut wir hier durchkommen. Aber ich denke mal, sollte realistisch sein. Und ja, wie wir das Ganze machen, werde ich euch natürlich wie immer zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Guide und let's go. So, das Ganze ist hier auch wohl auf Deutsch. Ja, ihr könnt das Ganze natürlich lesen. Ja, also es ist auch ein bisschen... viel textbasiert. Wenn ihr das Ganze lest, braucht ihr ungefähr eine Stunde. Und wenn wir das Ganze einfach skippen, wie gesagt, sind es 30 Minuten. So, hauen wir das Ding an. So, wie gesagt, das könnt ihr alles hier mit X, könnt ihr das Ganze hier dementsprechend wegdrücken. Ich sehe gerade, ich habe noch die... So, jetzt. Hatte die Cam noch ein bisschen weiter unten von eben Sibby the Circle. Vergessen nochmal hochzumachen. Ja, das Ganze zieht sich leider ein bisschen. Aber dennoch eine entspannte Platin hier. So, da gibt's schon die erste Trophy. So, jetzt können wir uns hier auch dementsprechend ein bisschen bewegen. Das Ganze macht er hier mit dem linken Stick. Wir gehen erstmal hier zu dem Schrank. Sie sucht wohl ihren Teddy. Jetzt gehen wir hier zu dem Bett. Und wählen hier alle drei Optionen. Hier ist die nächste Trophy, Teddy. So, jetzt seht ihr da im Schrank, seht ihr schon was leuchten. Da gehen wir jetzt hin, interagieren mit dem Ganzen. Thank you.
So, wenn das Gespräch vorbei ist, gehen wir hier nach rechts. Da diesen Weg entlang. So, jetzt gehen wir hier zu dem Monster. Nehmen direkt hier das erste forschend. Dann gehen wir hier unten zum Teddy. Quatschen mit dem. Na, wie gesagt, könnt ihr mal alles schön wegdrücken. Es sei denn, ihr wollt das alles in Ruhe lesen. Und dann gehen wir hier nach links. So, jetzt gehen wir erst da oben zu diesem Ritter. Oder was er sein soll. Ja, sieht aus wie ein Ritter. Quatschen mit dem. Und dann gehen wir da zu diesem Spielzeug. So, dann seht ihr hier die Flasche. Ja, da sind wir jetzt hin. Haben wir interagiert mit. So, jetzt warten wir hier kurz. So, dann können wir jetzt mit dem da wieder interagieren. So, jetzt kommen wir hier wieder zur Auswahlmöglichkeiten. Hier nehmen wir Antworte. So, dann wählen wir hier Hilfe. So, gab es die nächste Trophy hier. Und dann gehen wir zurück zu dem Monster. So, der kippt jetzt erstmal um. So, interagieren mit ihm. So, wenn er wieder fit ist und wieder laufen kann, gehen wir Richtung Monster da. So, sind wir schon in Kapitel 2, der Narr.
So, da öffnen wir wieder hier den Schrank. Interagieren hier wieder mit dem Licht. So, hier kommt jetzt wieder ein Gespräch. So, wenn das Gespräch vorbei ist, gehen wir hier nach rechts. So, da sind wir hier im tiefen, dunklen Wald. So, gehen wir weiter hier nach rechts. Ja, das Kapitel hier ist relativ easy. Wir müssen hier eigentlich nichts weiter tun, als ja immer die Texte wegzuskippen und hier einfach den Weg entlang zu laufen. Also die Platine ist wirklich sehr easy zu holen hier. So, das ist die nächste Trophäe hier. So, da könnt ihr ruhig das erste nehmen. Hier auch wieder das erste. Handy klingelt. Ja.
So, hier können wir auch wieder das erste nehmen, fordernd. So, da haben wir Kapitel 3 erreicht. Die Prinzessin. So, wir gehen wieder hier zum Kleiderschrank. Und interagieren hier wieder mit dem Licht. So, dann spazieren wir hier mal nach links und reden hier mit ihm da. Sieht aus wie ein Zombie, ist aber wahrscheinlich sturzbesoffen. Darum geht's ja wohl. Es sind ja irgendwie alkoholsüchtige Eltern. So, dann gehen wir hier zum Telefon, interagieren damit. So, hier wären wir Ihr Nachbar. So, da wären wir hier Ihr Auto. Und dann werden wir hier, jemand hat es zerkratzt. So, wenn er da weg ist, dann gehen wir hier nach links. Da sollte irgendwo eine Frau sein. Ja, da kommt er. So, hier können wir direkt wählen. So, gibt's die nächste Trophy hier. Princess Tower. So, sobald wir uns hier jetzt bewegen können, können wir hier nach rechts. Damit wir ins nächste Areal kommen. So, gehen wir hier weiter nach rechts zu den Leuten da auf der Bank. Hier können wir alles ist falsch wählen. Und sobald das Gespräch beendet ist, gehen wir weiter nach rechts zum nächsten Areal. So, wenn wir jetzt hier angelangt sind, da seht ihr da unten rechts im Ecken, seht ihr ein Karussell, ja, mit dem interagieren wir.
So, wo sind wir? Da. Hep. So, dann gehen wir da hoch und werden eine Runde schaukeln. Hep. Hep. So. Danach gehen wir hier runter zur Rutsche. Interagieren damit. So, geht wieder das Handy. So, wenn wir dann das alles haben, die drei Sachen da, gehen wir hier oben nach links, den Weg rein. So, Trophäe erhalten und jetzt sitzen wir hier im Auto da und da können wir einfach ganz entspannt immer X drücken. Ja, die Konversation bzw. die Antwortauswahlen, die wir hier bekommen, sind egal. Ja, könnt ihr einfach durchgehend X spammen. Also da müsst ihr auf nichts achten hier. Ja, die haben da ganz schön Speed drauf da. Und ganz schön flott unterwegs. Yes, die sind da nur am Rumschreien. What the fuck? Das klang nach einem Unfall. Ja, war ja klar, ne? Waren betrunken, ne? Sie hatte anscheinend noch Glück gehabt.
So, Kapitel 4, die Matriarchin. So, jetzt gehen wir hier nach rechts zur Tür. Dann hier die Treppen runter. So, gehen wir hier einfach nach rechts. So, hier wählen wir jetzt ängstlich. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass er nicht zu schnell X drückt. Jetzt müssen wir hier irritiert auswählen. So, wenn der Geist da dann verschwunden ist, gehen wir hier runter zum nächsten Geist. So, jetzt werden wir hier wieder irritiert. Zweimal. Und dann wählen wir hier höflich beim dritten Mal. So, da gehen wir hier nach links. So, dann wählen wir zweimal hintereinander, höflich. So, deswegen aufpassen, dass er hier nicht zu schnell X drückt. Ja. So. Wenn der Geist da jetzt verschwunden ist, gehen wir weiter nach links zum nächsten. So, hier wieder aufpassen. Ja, da wählen wir wieder höflich. So, da gab es die nächste Trophy für Party Ghosts. Dann gehen wir hier ein bisschen nach rechts und dann kommt wieder so ein bisschen Text. Da sind halt alles so die Erinnerungen, die sie da hat, ne? Wie gesagt, alkoholsüchtige Eltern, also scheint wohl auch eine sehr traurige Geschichte zu sein. Also kann man sich eigentlich ruhig mal die Stunde Zeit nehmen und ja, die Geschichte mal richtig durchlesen.
ja, für einen Sonntag, wenn man mal nicht weiß, was man sonntags machen soll. Wenn das Wetter beschissen ist. So, nächste Trophy hier, out there. So, jetzt gehen wir hier einfach so nach links. Jetzt ist es auch nicht mehr viel, Leute. Jetzt haben wir es schon gleich. Jetzt kommt noch ein bisschen langer Text hier. Dann kommen noch die Credits. Und dann sollten wir auch die Platin bekommen. Wenn wir alles richtig gemacht haben. Holy shit, was ist das? Sieht gruselig aus. Ein bisschen gruselig. So, wo sind wir? Ich sehe mich gar nicht mehr. Das ist die nächste Trophy, The Monster. So, ich glaube, hier ist es jetzt relativ egal, was wir hier nehmen. Ja, könnt ihr ruhig weiterhin X drücken. Da braucht ihr jetzt eigentlich auf nichts mehr zu achten. Wieder ordentlich X spammen hier. So, nächste Trophy, der Matriarch. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Cutscene und dann kommt auch schon der Abspann. Ah, den müssen wir uns leider ansehen, müssen wir laufen lassen. Denn, ja, Platin ist noch nicht am Start. Aber ich denke mal, ja, hat gut ausgesehen, sollten wir alles richtig gemacht haben und die Platin sollte also dementsprechend jetzt auch uns gehören, ja. Also könnt ihr hier ganz entspannt auf den Sonntag, könnt ihr hier noch eine Easy Peasy Platin ergattern. So, diesmal mal keine 5 Minuten Platin. Ja,
Was haben wir jetzt auf der Uhr? 35 Minuten? Ja. Geht voll klar, würde ich sagen. Kann man mal machen. So. Jetzt sollte eigentlich noch eine Trophäe kommen. Eine Gold, glaube ich. Und dann, ja, im Anschluss sofort die Platte. Da ist auch schon. Photographs and Memories. Und da ist sie. Unsere begehrte Platin, Lydia. Haben wir geschafft. Nice. Ja, Leute. Das war mein Platin-Guide hier zu Lydia. Wie gesagt, 2,99 € das Ganze. Aktuell im PSN-Store. Und wenn ihr Bock drauf habt, setzt euch ran, macht das. Wie gesagt, die Geschichte scheint wohl auch ganz interessant zu sein. Ja, wenn ihr heute sonst nichts vorhabt. Ja, Leute, dann war es das auch schon wieder von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und Servus.